9 Ansichten zur Schöpfungsgeschichte. Aber überall irgendwo findet man hier doch ziemlich viel an Kultur. Da vorne wieder was, da was, ziemlich viel. Warum machen wir das eigentlich? Warum haben wir so viel Kunst und Kultur um uns rum, auch in öffentlichen Gebäuden? Und das darf ich als Haushälter sagen. Müssen wir das wirklich mit Steuergeldern bezahlen? Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, ob sich das lohnt. So, und wenn man über Kulturpolitik redet, dann muss man ja mit denen reden, die es in der Fraktion machen. Ich habe jetzt hier Hartmut Ebbing. Hartmut, was machst du in der Fraktion? Ich mache Kultur, das heißt mit anderen Worten, ich mache in der Fraktion eigentlich gar nichts, sondern ich nutze den Tag, um mich sozusagen auszuruhen, damit ich abends Kultur mache. Mhm. Das ist zumindest das, was die meisten Leute denken. Zumindest das ist das, was die Leute sagen. Ach Hartmut, du machst Kultur, du hast es ja schön. Gehst abends in die Theater, in die Premieren, in die Oper und genau. Und von daher bin ich sozusagen die tagsüber die Schlafmütze der Nation. Nein, natürlich nicht. Aber warum ist für dich Kultur so wichtig? Was ist da essentiell für unsere Gesellschaft? Also ich habe für mich selber den relativ weiten Kulturbegriff. Also Kultur ist alles das, was nicht Natur ist. Also alles das, was wir Menschen eigentlich selber erschaffen haben und worum es eigentlich um unser Dasein geht. Also Kultur ist für mich die gesamte Auseinandersetzung, die gesamte zwischenmenschliche Auseinandersetzung. Kultur probiert sozusagen sich abzugrenzen, gleichzeitig auch zu integrieren. Und Kultur ist letztendlich für mich ähnlich wie Reisen. Ne? Also ich kann meinen Horizont nicht verändern, indem ich, wenn ich nicht andere Sachen mir aufnehme. Also ich muss irgendwo hingehen, gucken, was hat Beethoven gemacht, was hat der Maler gemacht, was hat er sich dabei gedacht. Und um meinen eigenen Horizont zu erweitern, muss ich die Anregung des anderen haben. Und das ist, ja, das ist natürlich nur ein Teilversuch einer Definition von Kultur. Jetzt bist du Bundeskulturpolitiker. Gut, du bist auch Berliner, die kriegen am meisten aus der Bundeskultur und kannst sagen, ist alles schön. Aber eigentlich ist ja Kultur, wie es so schön heißt, Ländersache. Ist es aber nicht nur? Warum? Ja und nein, wir können das natürlich auch wieder theoretisch anfangen. Wir sagen, natürlich kann Kultur auch nur Ländersache sein, aber auf der einen Seite rein monetär gesehen haben wir Institutionen, die können von Länderseite nicht gestemmt werden, die kosten einfach zu viel Geld. Und auf der anderen Seite haben wir auch auf Bundesebene, also auf nationaler Ebene, auch eine Verantwortung für bestimmte Kulturgüter, die teilweise zum Beispiel in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sich versammeln, die aber gleichzeitig auch nationale Aufgaben haben, wie zum Beispiel, meine ich jedenfalls zum Beispiel die Berliner Philharmoniker, die zwar Berliner heißen, aber letztendlich tatsächlich das führende Orchester. Also deutsche Staatsphilharmoniker. Genau. Ne? Wir nennen es nur nicht so. Genau. Insofern, das ist auf der einen Seite, dass wir wirklich nationale Aufgaben haben. Auf der anderen Seite finde ich, ähnlich wie wir ja auch glücklicherweise auch in Sachen Bildung eine Aufbrechung des Föderalismus-Systems haben, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir bestimmte bundesstaatliche Institutionen auch über den Bund fördern, weil auch dort gibt es kleine Kristalle, gibt es kleine Highlights, die man einfach auch der Öffentlichkeit, der größeren Öffentlichkeit zeigen muss. Woran man erkennt, dass Kultur, ich glaube, ist gar nicht schlecht, einerseits Geschichten, aber andererseits eben auch immer Geschichte ist. Ja, yeah. Hätte ich nicht besser zusammenfassen können, aber so kennen wir dich. Ja, ja, ich danke dir und wir gucken uns nochmal an, so ein wenig, was wir an Kultur im Deutschen Bundestag haben. Naja, und eigentlich ist ja auch Architektur ein bisschen Kultur oder sogar sehr viel. Und wenn es nur den Vorteil hat, dass man mal sieht, wer einen filmt. Tja, also das hier ist wirklich der Platz, den man andauernd auf Instagram findet. Weil es eben besonders ist. Übrigens gibt es Leute, die behaupten, es gibt auch Zeiten, da ist das blau. Tja, und wenn man darüber nachdenkt, dann können auch vermeintlich alltägliche Dinge Kultur sein. Botho Strauß, Heinrich Böll, da ist schon viel dabei. Aber eben auch viel zum Denken. Tja, und hier sind wir jetzt bei einem Kunstwerk, dem ich ein klein bisschen was zu tun habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Also, das ist keine Kultur. Das ist Mist.